Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clash of Clans. Kurze Info am Anfang, falls ich mich ein bisschen anders anhöre. Ich habe übertriebenste Halsschmerzen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich hoffe mal nicht. Also, vielleicht liegt es daran, am Wochenende bin ich Fahrrad gefahren. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen überanstrengt. Hier ein Clip. Alter, geile Helmfrisur hier mal wieder. Das war, glaube ich, bis jetzt eine meiner krassesten Strecken. Mit dem Fahrrad hier hochgeeiert. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich das mit dem Fahrrad so weit nach oben geschafft habe. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, Leute. Und zwar habe ich mein Dorf umgebaut. Wir sind ja mittlerweile Rathaus Level 8. Allerdings gibt es da ein paar Probleme. Ich habe wieder so einen Link benutzt, der das Dorf umgebaut hat. Aber dann waren trotzdem noch Gebäude nicht platziert. Liegt das daran, dass ich hier noch so Bäume und so weiter habe? Ich entferne das mal, weil ihr habt irgendwie gesagt, dass ich die nicht entfernen soll. Zumindest glaube ich die Steine, weil das irgendwie so nostalgisch sein soll, weil die kriegt man irgendwie nicht wieder. Klärt mich da bitte nochmal in den Kommentaren ein bisschen auf, Born. Ich merke, Alter. Also Halsschmerzen als Let's Player sind übertriebenst nervig. Wenn ich jetzt versuche, mit voller Kraft in der Stimme zu talken, tut's halt einfach weh. Ah, ich habe den Barbarenkönig, den habe ich richtig geupgradet. Der ist jetzt Level 10. Ja, ich weiß, ich muss die ganzen Mauern auf jeden Fall noch hochballern. Wir haben aber schon ein paar von den mega krassen. Die sehen auch sick aus. So, was geht hier oben ab? Ach so, einfordern. Oh ja, komm, gib mir den ganzen Kram. Ich öffne auch mal wieder eure Kommentare. Ah, stimmt. Wir haben ja auch im Nachtdorf, habe ich auch ein bisschen was gemacht. Jede Truppe hat dort ihre einzigartigen Fähigkeiten. Ja, stimmt, da habt ihr mir reingeschrieben, dass diese Bogenschützen am Anfang unsichtbar sind. Oh ja, und... Oh, ich muss einmal einen Angriff machen, weil mit denen habe ich noch nie gekämpft. Und zwar habe ich jetzt Packers. Da seht ihr die drei Packers. Ich weiß nicht, was sie machen. Die waren einfach nur arschteuer. Ja, ich baller hier einfach mal rein mit meinem... Ja, der müsste doch so rasieren, der Barbar. Und dann kommen da nochmal drei Packers. Drei Packers. Und nochmal Schweinereiter, die so über die Dinger jetzt rüberspringen. Ja, weil das können die. Geiles Ding. So, der Barbarenkönig, der schlägt hier ein bisschen rum. Ja, aber hier die Flugabwehr, die ist natürlich Mist. Weil die ballern hier draußen die ganze Zeit nur. Ich mach mal hier, warte. Zack. Da werden die nämlich jetzt hier richtig schön geupgradet. Ich hau die hier mal hin als Support. Kommen auf jeden Fall noch die Bogenschützen, die hier auch auf jeden Fall nochmal Schaden anrichten sollen. Aber Jungs, ihr könntet... Ja, genau. Oh, das war gut. Weil die werden so richtig geboostet von dem Trank, den ich da reingeworfen habe. Und sobald das jetzt hier gleich weg ist... Ja, obwohl die kriegen das, glaube ich, auch so hin, ne? Was sind denn die Packers? Hey, haben die keine HP-Anzeige? Hä, hey, das check ich nicht. Guck mal, unsere Bogenschützen haben mittlerweile auch so Hüte. Die sahen doch nicht immer so aus. So, gewonnen. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh, 5 Belohnung. Oh ja. Abholen, 10.000 dunkles Elixier, Buch des Bounds. Dein Lager für magische Gegenstände hat nicht genug Platz. 50 Juwelen, ja, verkaufen, Alter. 50 Juwelen sind 50 Juwelen, oder? Ach, wehe, das war jetzt dumm. War das dumm? Das Blöde ist auch, ich habe gleich einen Aufnahmetermin mit GLP und ich hatte ihn eben schon ein bisschen vorgewarnt, dass wir nicht sonderlich viel aufnehmen können. Was ist das? Gratis? Habe ich jetzt gerade einfach gratis? Ah, nee, Moment mal, das kostet was. Oh, das ist aber cool hier. Ich hatte ihn vorgewarnt, dass ich nicht auf der Höhe bin. So, warte mal, was müssen wir noch bauen? Elixierlager, gut, das ist ja super schnell fertig. Luftabwehr, das müssen wir natürlich jetzt wieder alles peu à peu upgraden. Aber Leute, ich kann halt hier nicht easygoing alles instant upgraden. Ah ja, wir gehen mal rüber ins Nachtdorf. Da habe ich auch ein bisschen was gebaut. Und vor allem... Genau, habe ich jetzt hier auch neue Leute. Ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir mal einen Angriff. Aber warte mal, aber die sind als erstes unsichtbar. Schießt mal, wie viele brauche ich denn von euch, dass die... Ja, ja, guck mal, die waren so lange unsichtbar. Ja, okay, drei. Aber dann setzt... Nee. Ihr solltet... Ah, das ist dumm. Das ist dumm. Die sollten eigentlich das unten... Nein, es ist nur einer, der schießt. Das ist so... Das war... Okay, das war schlecht. Ich setze die aber mal hier ein. Komm, Alter. Ihr kommt jetzt alle... Das ist die super... Zerberstungstaktik. Komm, schlagt einfach alles kaputt, sodass wir jetzt hier... Ja, dass diese blöden Barbaren aber auch immer das Falsche angreifen. Was ist das hier oben? Oh, Alter! Ah, das ist auch ein Verteidigungs... Alter, was macht der für Damage? Da kommst du ja kaum ran. So, wir machen ganz gut Schaden, aber das Ding sollte man echt nicht so wirklich angreifen. Naja, bam, da werden die... Aber das Gute ist,
Der schlägt jetzt nochmal das kaputt und wir haben viele Prozente. Paluten im Nachtdorf funktioniert der Angriff grundlegend anders. Du greifst jemanden an, der dich zur selben Zeit auch angreift. Ja, und jetzt habe ich doch jetzt gewonnen. Geiles Ding. Wunderbar, das ist doch jetzt schon mal nicht schlecht. Machen direkt das zweite Ding. Also diesen Turm will ich auf jeden Fall überhaupt nicht... Oh, der sieht viel besser aus. Aber ich würde hier unten... Oh ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, die lasse ich hier nämlich alle direkt am Anfang angreifen. Weil damit machen sie beide... Ja, ja, beide Dinger richtig schön kaputt. Oh ja, das war, glaube ich, ganz gut. Die habe ich jetzt besser eingesetzt. Und dann lasse ich jetzt die Barbaren hier unten richtig schön slayen. Die sollen hier das Ding kaputt machen. Oh, jetzt wurden sie da schon gut getroffen. Oh ja, das hat aber gut funktioniert. Okay, ich versuche hier einfach, dass die das kaputt schlagen können. Oh ja, das klappt, das klappt. Gute Taktik, glaube ich. Wenn jetzt alle auf die Tesla-Spule gehen, dann könnte das hier eine 100 werden. Ich will jetzt hier nicht doof klingen, aber ich würde sagen, das war ein bisschen taktisch. Naja, der wird dann das jetzt nicht. Sieg. Geil. Als ob. Junge, und was kriege ich hier für... Stimmt, warte mal. Ich habe jetzt auch hier plötzlich super viele coole Sachen. Forschen. Ja, mach die noch mal krasser. Ah, manche Dinge habe ich noch gar nicht gebaut. Ja, setz hin. Oh, nee. Du brauchst mehr Gold. Ach so. Ja, warte, dann mache ich Angriff. Ein paar Tipps. Die Heldenfähigkeiten heilen den Helden auch, weshalb es Sinn macht, diese zu nutzen, wenn die Lebensleiste bei ca. 50% ist. Oh, das muss ich auch noch mal machen. So, warte mal. Der hat das jetzt aber besser eingebaut hier. Oh, das ist tatsächlich problematischer. Aber ich würde die trotzdem hier unten angreifen. Ja... Dann von hier oben kommen die anderen und hier die Dicken. Weil die gehen direkt hier auf die Verteidigung. Oh ja. Der hat die Basis ein bisschen besser gebaut. Da sind meine Leute jetzt her, ja. Da werden wir nichts Großartiges gewinnen. 40%, ja, und hier gehen die down. Das Ding macht so viel Schaden. Niederlage. Paluten, du musst deine Gebäude vor dem Upgraden vom Rathaus auf das maximale Level bringen. Das machen wir doch immer. Also das ist doch wirklich das, was ich immer probiere. Ich vergesse bestimmt mal eins, aber das mache ich eigentlich immer. Oh, was ist, hä? Was ist das denn? Warum hat der da Leute rumlaufen? Hä? Der Try sieht gar nicht so schlecht aus. Ich war ein bisschen abgelenkt, muss ich zugeben. Ja, geil. Das wird ein 100%. Geil, perfekt. Let's go, Alter. Und da kommt der Victory. Das ist geil. Das war wirklich nice. Kann ich direkt nochmal ein bisschen forschen. Bauen können wir... Stimmt. Ich hab gar keine Mauern. Ja, ich muss mir das auch mal nochmal ein bisschen angucken. Stimmt, das hab ich tatsächlich... Das gebe ich gerne zu. Das habe ich einfach vergessen. Ich wollte mir eigentlich auch für das Dorf was angucken. Also auch die Stadt so ein bisschen umbauen. So, ich gehe erstmal zurück. Stimmt, Alter, was? Hier, unsere Clanstadt. Schmiede. Was geht denn da? Oh, da braucht jemand Spenden. Da spende ich was. Truppen spenden? Ja, meine Schweinereiter. Ich möchte deinem Clan beitreten. Ich möchte mich da nochmal wiederholen. Ich bin zwar Namensgeber des Clans, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie der das Ganze hier organisiert und Leute annimmt, ablehnt. Dafür habe ich aktuell einfach keine Zeit. Ich bin dabei, ein Haus zu bauen. Ich mache meinen ganzen YouTube-Schlüssel. Da habe ich wirklich keine Zeit, in irgendeiner Weise noch den Clan in irgendeiner Weise zu führen. Das würde im Chaos enden. Da haben wir, denke ich mal, ein paar smartere Leute bei uns im Clan, die sich darum kümmern können. Hab da bitte ein bisschen Verständnis für. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das würde einfach nicht klappen. Ist zum Beispiel auch meistens so, dass ich am Wochenende gar nicht viel spiele, sondern da ist so ein bisschen Paletto-Zeit, wo ich jetzt eben zum Beispiel Fahrradfahren war. Clip habe ich euch schon gezeigt. Da bin ich jetzt vor allen Dingen während der Sommerzeit echt auch einfach ein bisschen draußen. So, ausbilden. Hey, hier dieser Päcker, den habe ich immer noch nicht verstanden. Der nimmt vor allen Dingen auch super viel Kram ein. Ich baue davon nochmal ein paar. Die Luftschiffe finde ich richtig gut. Hier nochmal Bogenschützen ballern auch immer. Die sind auch geil. 20 Stück davon. Und nochmal ein Päcker, ein Drachen und nochmal ein paar von denen und Wikinger. So, dann haben wir doch jetzt hier eine schöne Auswahl. Weil ihr habt immer gesagt, ich soll es durchmischen. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben. Ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, wann die Basen gut sind. Weil die ich jetzt hier gebaut habe, hier, guckt euch das mal an, was könnte man verbessern. Da sind immer so Sternebewertungen. Und die Basis hier hatte 500 Votes und hatte ungefähr 4 von 5 Sternen. Was halt übertrieben gut ist.
Aber ich weiß halt nicht, ob die Basis übertriebenst gut ist. Oh ja, der hat doch hier einiges. Aber der sieht halt auch echt gut aus mit seiner Basis. Aber ich gehe hier mal ran mit meinem Barbarenkönig. Der kriegt auf jeden Fall Help von den Schweinereit. Oh Gott, warum ist da so eine Tesla-Spule? Das war jetzt blöd. Dann greifen wir von der anderen Seite nochmal an. Schweinereiter. Auf jeden Fall ein Drache. Die brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Air-Support. Der kommt hier drüben auch noch hin. Oh, warte mal, ich habe hier auch so... Oh Gott, was ist das denn? Hä? Was habe ich denn? Das sind so... Oh nein, da habe ich jetzt wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Ich setze hier so einen Power-Boost hin, damit die ordentlich eskalieren. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal hier die Fähigkeit aktiviert. Oh Gott, die werden komplett auseinandergenommen von den Lufteinheiten. Scheiße, das war nicht gut. Ja, ich habe jetzt nur noch den Barbarenkönig, der für mich kämpft. Und noch ein paar Wikinger. Wie hätte ich das denn jetzt machen müssen? Was wäre besser gewesen? Weil, egal von welcher Seite ich angegriffen hätte, also hätte das so einen krassen Unterschied gemacht? Oh, hier habe ich noch ein paar Bogenschützen. Also ich meine, wir haben jetzt ja 56%, was augenscheinlich nicht katastrophal ist, was aber auch vermutlich jetzt nicht richtig geil ist. Und den Barbarenkönig kann ich kann schon mal die Special Ability nicht nochmal einsetzen. So, genau, der muss jetzt da mal ganz schnell rüberlaufen, weil sonst ist er gleich down. Wir kassieren nämlich... Boah, guck mal, wie lange das hält. Ja, der wird gleich down gehen. Aber egal, wir haben 60% und wir haben ihn, glaube ich, auch ganz gut was geklaut. Aber ja, der geht jetzt down, weil die Kanone da die ganze Zeit ballert. Armer Junge. Bumm. Und weg ist er. Kann ich ihn nochmal wiederbeleben? Nee. Naja, immerhin gut was bekommen. Auch nochmal 10. Geiles Ding. Das ist lecker. Das werde ich vor allen Dingen jetzt hier, wartet, reinvestieren. Da, Schatzkammer. Oh, lecker. Ganz lecker. Ja. Weil dann kann ich auf jeden Fall hier, zack. Oh ja. Das ist schon gut. Oh, da verbinden die sich wieder. Manche sind auch da schon geupgradet. Aber echt, die sind so arschteuer. Ups. Und ich verschieb die aus Versehen die ganze Zeit. Naja, und da ist eigentlich fast unser gesamtes Gold auch schon wieder weg. Oh, Ereignisse. Oh, was ist das? Clanspiele öffnen. Starten, zerstöre. Oh, das ist ja geil. Oh, das ist cool. Ist das wichtig und richtig? Aber nun gut, Leute. Das war's mit dieser kleinen Runde von Clash of Clans. Ich hoffe, es hat euch trotz meiner doch angeschlagenen Situation gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal mit weiteren Videos. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei für diese kleinen süßen Fratze. Und am Sonntag, 8 Uhr, kam die neue Folge vom Kottbruder Podcast. Hört's euch gerne an. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.